Hallo meine Freunde, willkommen an Bord zu einer neuen Reise in Brief Edge und damit willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Station und wir müssen die Station neu starten. Mit der geilen Babe oder Rose, wie ich sie nenne. Reparaturwerkzeug benötigt, haben wir. Filter. Oh, Filtrationssystem. Oh, das haben wir für die Normandie jetzt. Nice. Eine erstklassige, mehrstufige Filterkapsel für kleine Raumfahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, wie sie funktioniert, aber ich weiß nicht, wie man sie selbst baut. Diese Filter wurde von ganzen wissenschaftlichen Abteilungen entwickelt. Und es ist unwahrscheinlich, dass die Wissenschaftler nur auf elektrisches Klebeband beschränkt waren. Nice, geil, cool, haben wir doch ein paar Sachen mitgenommen, die wir gut gebrauchen können hier auf der Station. Schalte den Strom aus, okay. No power. Wir müssen den Strom also ausschalten. Lass mich raten, irgendwann werden wir diese Leute treffen. Oh, der Navigationschip, wahrscheinlich für unser Schiff. Ich sah etwas Ähnliches in den Diagrammen von Raumschiff-Navigationssystemen in Opas Garage. Es gab auch eine Antenne, alle möglichen Platinen, Schrauben, aber es steckte kein toten Körperteilen dazwischen der Kondensatoren, obwohl ich vermute, dass sie für die Navigation nicht wirklich notwendig sind. Ich denke, ich repariere die kaputten Kabel. Neutralisieren. Kaputte Kabel. Brauche ich dafür Kabel? Was brauche ich dafür denn? Warte mal. Oder muss ich hier mitmachen? Reparieren. Wie repariere ich die denn? Ah, warte. Ich muss das erst ausschalten wahrscheinlich, ne? Strom abschalten. Was wollte ich gesagt haben? Ich schätze, dass wir... Ah, Frank? Frank, bist du's? Frank! Frank! Frank ist wieder da! Frank! Frank, ich war schon lange alleine. Frank. Frank, du wolltest dich doch jetzt nicht... Frank. Rose, guckst du mal weg? Ich muss gerade mal mit Frank ein erstes Wörtchen reden. Frank. Frank. Frank, es ist so lange her. Wo warst du gewesen? Dann nicht, wenn du nicht mit mir reden willst. Lass mich! Was wollte ich gesagt haben? Ich denke, dass wir jetzt so peu à peu unsere Sachen für das Schiff bekommen. Würde ich jetzt... Aua, das tut weh. Das sieht nicht gut aus. Dass wir so Stück für Stück die Sachen bekommen. Hier ein Navigationsmodul, Filtrationsanlagen haben wir ja gefunden. Ich denke, dass wir jetzt so peu à peu die Sachen finden werden. Damit wir dann auch wieder reisen können. Das, ja, denke ich mir mal. Schauen wir mal, ob ich mit meiner Theorie richtig liege. Oh, wir kommen hier gar nicht rein. Und nu? Ja. Okay, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Oder kann ich Frank da einfach reinlegen? Hier, Frank. Ach. Frank, es tut mir leid. Es war so schön mit dir. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Schön. Schön. Oh, it has a toggle switch. Disgusting. Kippschalter. Ekelhaft. Don't touch anything. This could help a little. Although touching a toggle switch, even to survive, I really don't know. I really don't know too. Push it to on. Schieben Sie meinen Kippschalter auf ein. Oh. Can you hear it? I can't hear its angry babbling either. Looks like it's time to reboot the central processor. Ah, okay. Jetzt sind wir hier wieder zu. Alles klar. Okay, das wird der Rundgang. Okay. Puh. Aber im Prinzip haben wir das Navigationsmodul und das Filtrationssystem. Das heißt, es würde ja eigentlich schon reichen, ne, um zu reisen. Glaube ich jetzt. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder rauskommen. The processor control panel. We can restart the whole station with it.
happened? Did you just reboot me by just pushing the button? I take it you'll continue damaging the equipment until I run diagnostics. Well then, the core of your shuttle is melting, the weapons are uncalibrated, passive defense is not installed, active defense is not installed. It's nothing but a tin can. Happy now? I'll fix your engines and you'll get out of here. Okay. Okay. Oh, das ist doch nicht Babe. Es ist nur Rose. That's a good deal. And the only possible one. The diagnostic station is not designed for complex repairs at all. It's time to return to Normandy. By the way, maybe we can fast travel there. Schnellreise zu Normandie? Heißt? Achso. We're still here. Fast travel in this game. We'll have to go back on foot. It's such a nice visual effect, such beautiful sounds, and such a nice moment. Have you seen it? Schnellreise, ich glaube, das gibt es in diesem Spiel nicht. Du musst also zu Fuß gehen, tut mir leid. Aber es war ein Ladescreen, hast du ihn gesehen? Wie schön sie das Spiel einfach nicht ernst nimmt. Das ist so super. Ach, es ist ein Traum, schon lange nicht mehr so herzlich gelacht. Jetzt muss ich einfach zu Fuß gehen. Oh, warte mal, trinken. Ist eine gute Idee. So. Wir werden es überleben. Da-da-da-dom, 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 da-da-da-dom. Nehme ich mal vorsichtshalber mit. Oh, you're back already? It's done. By the way, you were saying something about going to the accelerating station. I want to inform you that without a friend or foe system, the protective systems of the liner's bow will destroy you. Good luck. I'm sure we won't last long without decent repairs, so even the security systems won't be needed for the shuttle to fall apart. As for the friend or foe identification system, I don't know anything about it. Oh Gott, ein Freund-Feind-System? Was? Was? Was macht das Ding denn da? Was? Oh oh. Das Spiel speichert. Ist kein gutes Zeichen. Was macht der da? Rose, was machst du? Oh, nice. Das Waffensystem ist aktiv. Was, was? Navigations... Hab ich doch. Navigationschip. Aber warte mal, hier war so ein Filtrationsdings, ne? Hier. Okay, brauchen wir alles. Haben wir nicht alles, okay. I shouldn't have said anything about the weapons. I have to warn you about the illegality issue. Never mind. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when shooting at random targets. I have no idea where to look for everything else listed in the diagnostics, and therefore, I suggest exploring the nearest debris. Okay. Aber muss ich denn jetzt irgendwo andocken oder wie läuft das? Oder kann ich jetzt auch einfach aussteigen? Oh, ich wollte gar nicht schießen. Sorry. Aber ich glaube, wir müssen irgendwo andocken. Erforsche den Weltraum, erstelle und installiere ein Filtrationssystem. Erstelle und installiere die Navigation. Ja. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal zu den Fragezeichen. Das sind 4 Kilometer. Das sind 7. Was ist das denn? Sarge Roboter Station. Oh Gott. Okay. Oha. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr lustig. I'm not mistaken, am I? Is it a fully functioning breath edge coffin with hands? We've already seen such coffins, but I doubted it until now. Ein Sarg mit Hände, was? Müssen wir darauf schießen? Oh, da schwirrt irgendwas Rotes rum, das ist bestimmt nicht gut. Oha. Komm, die kommt zu uns, ne? Alter! Alter, oh Gott, oh Gott! Alter! Oh Gott, 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 ja, 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 ja! Alter! So, jetzt muss ich die erstmal erledigen hier.
Ich bin... Was? Was? Ich bin tot? Was? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Das ging ja schneller als gedacht. Was ist denn da los? Holy Jesus. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Genosse, du bist tot. You lie again. Oh. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Okay, es hat geladen. Okay, ich lade mal, oder? Oder automatische Speicherung laden. Oh nein, ich habe jetzt laden gedrückt. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alles nochmal machen. Oh Gott, es ist eingefroren. Ich kann jetzt... Nein, das ging jetzt echt schneller als gedacht. Oh Gott, was eine Action jetzt auf einmal. Ich bin das gar nicht gewohnt, so eine Action zu haben. Das... Was... Oh nein, untersuche die Station. Oh nein, wo sind wir denn jetzt? Warte mal, ich muss mal laden. ...21 Stunden spielen wir schon. Laden. Automatische Speicherung, Platz. Ist das Laden? Ah, kehre zur Normandie zurück. Okay, oh, puh. Ich sollte vielleicht gleich einmal speichern. Manuell. Okay. By the way, the weapons calibrate themselves automatically when you hit random targets. Aua! Aua! I have no idea where to look for everything else listed in the diagnostics, and therefore, I suggest exploring the nearest debris. Okay, das Problem ist, wir können das zerstören, aber wir sind halt so angeschlagen und wir sind halt nicht gut ausgerüstet. So, ich speichere jetzt erstmal. Ich bin das... Es tut mir leid, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass hier so ein Action ist. Es ist alles so ruhig und gemütlich und... Ich, ja... gar nicht gewohnt, dass hier auf einmal Action entsteht. Kann ich da einfach von hier aus drauf schießen? Treffe ich das von hier aus? Wahrscheinlich nicht, ne? Es war klar, dass ich es von hier aus nicht treffe. Ah, doch. Jetzt habe ich es getroffen, ein bisschen. Puh, Gott sei Dank, okay. Dann ist das Ding schon mal weg. Das Problem ist nur, wir müssen die natürlich auch ausschalten. Wenn wir anecken, nehmen wir Schaden. Alter, das hier, als auf einmal noch Action ist. Bei diesem Gemütlichkeits-Let's Play. Ich dachte, hier ist schön gemütlich durchs Weltraum cruisen. Aber von wegen. Jetzt haben wir hier noch, jetzt haben wir... Oh, 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 oh. Kommen die zu mir? Die kommen zu mir, ne? Okay, einer ist weg. Ich weiß nicht, ob die respawnen jetzt, dadurch, dass die Kapsel da weg ist. Ich würde die gerne einmal ein bisschen vielleicht killen. Ah, da kommt der nächste. Waffenkalibrierung, Level 1. Nice. Also scheinen die aber nicht mehr zu spawnen jetzt, glaube ich, dadurch, dass die... Oder? Jetzt sind es drei. Das sind übrigens die Särge, die uns besprechen, ne? In der Erinnerung. Okay, es sind zwei. Alter, was ist eine Action jetzt hier auf einmal, urplötzlich? Okay, haben wir. Puh! Ich speichere direkt mal. Sorry, aber das, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich möchte das nicht nochmal machen. Können wir denn jetzt hier landen? Und wie steige ich überhaupt aus? Mit E? Nee. Okay. Okay, da müssen wir also aufpassen. Ich fliege jetzt erstmal dahin. Und dann gucken wir mal. Alter. Aber wir sind mega langsam mit dem Ding hier, ne? It was the only part that contained unique observation modules with domed glass. How this glass survived the disaster is a mystery to me, but it would be nice to get inside, at least out of curiosity. Das heißt also, unsere Aufgabe ist natürlich jetzt erstmal hier zu erforschen, die ganzen Bereiche, und in jedem Bereich werden wir irgendein System bekommen,
Navigator, Filtersystem, damit wir auch zurückreisen können. Und das Ganze wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so viel im Weltraum abspielen, sondern mehr auf Station, würde ich jetzt behaupten. Klar, ein paar Kämpfe. Alter, jetzt wird das hier noch actionreich oder was? Jetzt ist mal ein bisschen Action hier. Action, eine Menge Action. So. Aber können wir da andocken? Das ist ja die Frage, weil ich weiß nicht, wie man aussteigt. Wahrscheinlich gibt es nur Andockstationen. Und wir müssen ja uns auch unser Schiff irgendwie reparieren können. Das muss ja auch gehen. Wahrscheinlich sind diese Stationen so riesengroß, dass wir uns da drin verlaufen. Ach, man hat sogar Licht am Schiff. Guck mal. Ach du... Was zur Hölle ist das denn? Boah, wir haben noch gar nichts gesehen, glaube ich. Da ist ein Schiff drin. Alter! Wie kommen wir da rein? Ich will da rein! We can dock here. Hier andocken. Ah, hier. Hier andocken? Ah, wie geht das? Andocken. Alter! Was zu... Das wird ja immer... Okay, ich muss erstmal auspacken. Das wird ja immer geiler. So. Ich versuche mal ein bisschen zu sortieren, ne? Damit wir ja so ein bisschen... So den ganzen Krimskrams mit... Ressourcen-Dingsbums. Also hier so die ganzen Elektronik-Sachen und so. Den Kram packe ich mal hier oben rein. Und hier in diesem Koffer... Würde ich jetzt hier unsere Ressourcen reinpacken. Die wir gefunden haben. Weil wir können anscheinend außen nicht mehr abarbeiten, sondern müssen die Sachen jetzt erstmal sammeln. So, das packe ich auch bei den... So, dann haben wir hier schon mal die Ressourcen drin, ne? Genau. Kabel auch, das auch. So, dann würde ich sagen, hier... Solche Sachen. Wir haben ja noch einen anderen Koffer, den könnte ich theoretischerweise natürlich auch... was? Weißt du was? Komm. Komm, wenn wir schon dabei sind. Komm. Ne, dann haben wir beide hier. So. Glühbirne. Ne, Moment. Die Glühbirne kommt hier rein. Und das Teil auch, der Hebel. Ich habe keine Ahnung, wofür der Hebel ist. Ob wir den jemals brauchen werden. Wo ist er denn jetzt hin? Hä, wo ist der Hebel? Bin ich jetzt blind? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Hä? Oder habe ich ihn weggeworfen? Ach da, da genau, da ist der Hebel. So, Blaster packe ich erstmal weg. Ich glaube nicht, dass wir den brauchen werden. So, trinken, essen, ja. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar, ne? Für unsere Forschung. Was zur Hölle? Ach du Kacke. Ach du heiliger Strohsack. Ein luxuriöses Wohnmodul. Ja, es wird immer besser. Also doch am besten versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erforsche den Weltraum, untersuch die Kuppel. Wie geil das hier einfach aussieht. Weil klar, diese Särge, die da rumgeflogen sind, die müssen wir ja auch noch irgendwie treffen, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Es muss ja irgendwie ein Zeitpunkt kommen, wo wir auf die getroffen sind. Genau. Oh, ein Piano. I have no desire to open the coffins, but now I'm sure they work on the energy produced by the decomposing bodies in them. It's disgusting and brilliant at the same time. Wir haben wieder ein Navigationsschiff gefunden. Holy Jesus, das Spiel wird immer interessanter. What a big course. Alter. I won't be able to scan his face since it's no longer there, but I can assume from his shape that it's the head of the Green Universe Department on Kepler 62, Fat Jim. Fat Jim.
Es ist Fat Jim. Hi, Fat Jim. Er hat kein Gesicht mehr. Alter. Und was ist das? Ah, schön. Ein recht merkwürdige Trophäe für einen Naturliebhaber. Abgesehen von ihrer unglaublichen Friedlichkeit bewegen diese synthetischen Geschöpfe aus Faulheit im Allgemeinen kaum ihre Beine. Sie zu jagen ist wie ein Stein zu jagen. Schön. Alter, Alter, ist das ein Riesenkochtopf. Alter. Fett Jim, was hast du? Boah, ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Süßes Weltraum-Leckerli. Es gibt nicht viele Dinge im Weltraum. Die Lebensmittelbehörde genehmigt das Vorhandensein von Zucker in Nahrung der Astronauten nicht und fördern aktiv ihre synthetische Kondensmilch, in der etwas mehr Zucker als in synthetischen Mist enthalten ist. Ich würde nicht sagen, dass es nicht schmackhaft ist, aber ich würde die Vorteile des Essens solcher Lebensmittel in Frage stellen. ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Oh, ein Generator. Kondensmilch. Gezuckert. Milko. Kondensiert. 100% synthetisch. Speziell Weltraumversion. Eine Dose Kondensmilch, um genau zu sein, synthetische Kondensmilch. Deshalb esse ich sie nicht. Jemand brachte mein Opa einmal eine Dose mit echter Kondensmilch, die er auf dem Schwarzmarkt in einem abgelegenen Sektor auf der Galaxie kaufte. Sie war so köstlich, dass ich sogar anfing zu weinen. Oder vielleicht habe ich angefangen zu weinen. Was? Oder vielleicht habe ich sogar angefangen zu weinen, nachdem ich einen ordentlichen Tracht Prügel bekommen habe, weil ich die Kondensmilch ohne Erlaubnis genommen habe. Ich erinnere mich nicht. So. Ach, schön. Ist ja ein Traum. Ciao, Fat Jim. Mach's gut. Oh, das mag ich. So Raumschiff. So Dings erkunden. So Raumstationen. Das ist genau meins. Banana Frank. Er kommt aus dem grünen Universum und ist Fraktion der grünen Universum. Hallo, Banana Frank. Er wurde erschossen. Heckenschere benötigt. Okay, wir können wieder Stoff mitnehmen, wenn wir wollten. Diese Bilder. Oh, der April. Ja, der 30. Da habe ich Geburtstag am Sonntag. Wann ist denn das? Welches Jahr ist denn das? Schade, steht nicht. Was steht da? Brief Edge. Begrabe dich nicht vorzeitig, Hübscher. Du kannst immer noch einen Stern am Himmel erhellen. Aha. Alter, ist das ein Riesenfernseher. Mit so alten Lautsprechern. Schön. Das WC. Will ich da reingucken? Na, das ist ja wenigstens sauber. Okay. Banana Frank hat auf jeden Fall ein sauberes Klo. Nicht so wie Fat Jim. Also, ist das hier Fat-Shaming? Also, was ist... Also, das muss ich ja mal nicht an... Ne, also, ja, was ist das denn hier? Soll das heißen, hier fette Leute oder dicke Menschen hier, die müssen hier irgendwie haben kein sauberes Klo? Was soll das denn bedeuten? Ist das Fat-Shaming? Nein, ich will den Song nicht hören. Der passt irgendwie nicht hier rein. So. Ach, schön. Ist das schön, hier rumzulaufen und die Geschichte zu genießen. Ein bisschen mehr Action wieder gewesen und so ein Tralala. Ist ja ein Traum. Und oh mein Gott, was ist das? Was? Es wird immer besser. Ach, schön. Ja, da wurde jemand rausgezogen. Das ist nicht gut. Das macht mir Sorgen. Oh je. Und was ist hier passiert? Klick, was? Click Edge 2. Ultimative, unbegrenzte. Was steht da? Irgendwas mit Ausgabe. Ultimative, unbegrenzte. Was steht da? Irgendwas mit Ausgabe. Theater? Oh, keine Ahnung. Alter. Schön. Rinas Theater, keine Ahnung. Das intellektuellste Spiel des Jahrhunderts. Das Gesicht sagt auch alles. Ich hasse mein Leben. So. Okay. Was haben wir hier? Oh.
Von wem wurden die denn gefesselt? Both corpses belong to the leaders of the Green Universe. I had the impression that all the important people of this organization were flying in this module. Okay. Ich find's gut, dass sie mit Klebeband gefesselt worden sind. Oha. Huch. Oh, Batterien. Oh, Filter. Reparaturwerkzeug. Juhu, nehmen wir alles mit. Systemupdate. Bitte schalten Sie das Gerät nicht aus. Herunterladen von Aktualisierungsdaten. 12%. Restzeit. 1 Stunde. Kommt mir bekannt vor. Na, das Klo ist wenigstens auch sauber. Was? Brokkoli-Plüschtier? Ah, wie süß. Der ist ja niedlich. Brokkoli. Als das Hauptsymbol des grünen Universums wird häufig nicht nur kritisch Parolen auf Zäunen, sondern auch bei kommerziellen Aktivitäten verwendet. Ich kann mir nicht vorstellen, wer tatsächlich solche Symbole einer terroristischen Organisation kauft, aber die Regeln in den Ländern sind randvoll mit diesen Spielzeugen. Schön. Oh, wir finden hier so viele Sachen. Das Problem ist, unser Inventar ist gleich voll. Die Tasche kann ich nicht aufheben. Okay. Alter. Tja, soll ich euch was sagen? Die Musik endet und hiermit endet auch quasi unsere Folge. Denn beim nächsten Mal untersuchen wir weiter hier die Station. Ich wollte mich freuen, riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.